Ja, hallo Leute, heute wieder herzlich willkommen bei Auto am Bretten mit Fritz. Ich möchte mich bedanken für den letzten Film, wo ihr mir also so nett geschrieben habt und eure Meinung kundgetan habt zum Thema, wie ich zum Prepper wurde. Und bedanke mich natürlich gerne bei allen, die wo sich also da die Mühe gemacht haben, mir entsprechend zu schreiben. Und ich möchte noch zu einem Thema dazu was sagen. Leider hat derjenige seinen Kommentar gleich wieder gelöscht. Ich habe ihn aber trotzdem lesen können. Und zwar, er hat gesagt, ich verbreite Halbwissen, das gefährlich wäre. Und dazu möchte ich eigentlich ganz gerne Stellung nehmen. Und zwar, nobody is perfect. Das heißt also, wenn jemand meint, das ist irgendwo eine Halbmeinung, so ist das seine Sache. Aber ich denke, das, was ich verbreite, hat Hand und Fuß und ist eigentlich richtig. Und ich kann meine Filme eigentlich einkategorieren in verschiedene Bereiche, wie ihr ja gesehen habt. Das eine ist also die Erste Hilfe. Da kann ich also definitiv sagen, jawohl, das ist richtig, was ich da verbreite. Das ist offizielle Lehrmeinung, weil ich eben auch Ausbilder in Erster Hilfe bin und das deshalb auch so richtig sagen kann. Zweitens zur Krisenvorsorge erübrigt sich das Ganze, denn auch hier gehe ich über die Mindestangaben, die praktisch ja von staatlicher Seite gefordert sind. Und die wichtigsten Grundlebensmittel wie Mehl, Reis, Nudeln und so weiter, was soll man da dagegen sagen? Dass man alles erweitern kann, dass man mit Gemüse, mit Obst und so weiter seinen Vorrat da weiter ergänzen sollte, ist irgendwo logisch. Ja. Aber wie gesagt, da irgendwas dagegen zu sagen, über den Wasservorrat, glaube ich, braucht man auch nicht darüber sprechen. Es ist logisch, wie es ist, also das ist kein Halbwissen. Im Bereich Kocher, gut, da kann man sagen, ich habe meine Kocher vorgestellt, meine Kocher funktionieren, ich habe das dargestellt, ich habe einen Notkocher gebaut mit Hilfe einer Dose. Da kam einmal eine Kritik von einigen, die sagen, das kann so nicht funktionieren, weil das nicht richtig brennen kann. Okay, wer meinen Film gesehen hat, der hat gesehen, es funktioniert. Und zwar einfach mit Hilfe dessen, weil ich eben in dieses Feuerloch ein bisschen hineingeblasen habe und dann habe ich innerhalb von 7 Minuten 1 Liter Wasser zum Kochen gebracht. Klar, man kann es erweitern, man kann es verbessern, man kann größere Öffnungen machen, dass das Feuer mehr Luft kriegt, aber das, was ich gesagt habe, hat funktioniert, also auch hier kein Halbwissen. Im Bereich der Seil- und Klettertechnik, okay, da kann man natürlich Kritik äußern, das ist logisch, denn das ist ein sehr, sehr umfangreicher Bereich und ich habe euch gesagt, das Ganze ist kein Kletterlehrgang, sondern es ist eine Nottechnik, wie man sich im Notfall retten kann, zum Beispiel mit Abseilen. Und dass ich hier keine Sicherungen eingebaut habe, das habe ich ganz bewusst gemacht, denn es ist eine Nottechnik. Und dazu stehe ich ja auch. Ihr habt gesehen, wie ich mich damit abgeseilt habe. Es funktioniert. Und man kann Sicherungen einbauen, die werde ich im heutigen Film euch zeigen. Ganz bewusst, ich baue ja das Ganze auf, zum Beispiel mit Hilfe eines Brusiknotens. Und es gibt natürlich eine ganze Reihe verschiedener technischer Geräte zum Abseilen, die ich aber ganz bewusst nicht eingesetzt habe, weil man die im Notfall normalerweise auch nicht zur Verfügung hat. Ist also auch irgendwie logisch. Und im Bereich der Klettertechnik, Leute, da kann man sich gar nicht, da muss man aufpassen, da darf man sich nicht aus dem Fenster lehnen. Denn da gibt es solche Pamphlets, ja, und man muss immer schauen, in welchem Bereich dass man sich bewegt. Ob ich im alpinen, sportlichen Klettern bin, ob ich in einem Klettersteig bin, ob ich irgendwelche Bergrettungsmaßnahmen durchführe, ob ich mich im Bereich der Baumpflege und der Klettertechnik am Baum befinde, ob ich mich im einfachen Rettungsbereich EHT befinde oder ob ich mich im Industriekletterbereich SRHT befinde. Überall gibt es unterschiedliche Materialien für diese Techniken und es ist auch nicht alles erlaubt, was man in einem Bereich macht. Und
Manche sagen, sind kompatibel, müssen aber ergänzt werden, zum Beispiel mit zusätzlichen Sicherungsmaßnahmen und, und. Man muss für jede einzelne Situation eine Gefahrenbeurteilung machen. Man muss den ganzen Ablauf von solchen Aktionen ständig dabei überwachen. Es kann sich immer etwas verändern. Und das ist natürlich für sich eine hochkomplizierte Geschichte, auf die ich mich hier überhaupt gar nicht erst einlassen kann. Das funktioniert überhaupt nicht. Das ist mir ganz klar. Sondern was ich euch hier sage, das hat Hand und Fuß und das ist eigentlich soweit richtig. Und ich kann von mir aus mit ruhigem Gewissen sagen, das, was ich euch sage, ist kein Halbwissen, sondern ist richtig. Kann jeder natürlich eine andere Meinung dazu haben. Es bleibt jedem selbst überlassen, aber ich denke, das muss man natürlich sagen, wenn irgendwie Kritik irgendwo angebracht wird, ist die natürlich willkommen, ganz klar, aber man muss natürlich auch sagen, ich kann es nicht jedem recht machen, ist auch gar nicht meine Absicht, aber das, was ich hier zu vertreten habe, das vertrete ich auch öffentlich und gut, im Bereich eigene Meinung ist es das Gleiche, es ist meine Meinung, ja. Jeder kann eine andere Meinung haben, bleibt ihm überlassen. Ja. Deshalb ist es kein Halbwissen. Okay, Leute. Und heute möchte ich euch in der Kletterseiltechnik ein bisschen was erklären. Und zwar, ich möchte noch zwei Knoten vorstellen. Das ist einmal der Brusik-Knoten. Es ist ein Klemmknoten, der für die verschiedensten Bereiche ganz gut einsetzbar sind. Auch zum Sichern. Auch ja, für bestimmte Bereiche, die werden wir in der Zukunft dann noch sehen. Und den führe ich euch vor. Genauso möchte ich euch heute den Butterfly-Knoten, Schmetterlingsknoten oder auch Führerknoten genannt, weil er in Seilschaften gerne verwendet wird, vorstellen. Das ist ebenfalls ein wichtiger Knoten, den man vielleicht kennen sollte. Aber wie gesagt, auch bei allen Knoten ist es also so, man sollte sie nicht nur anschauen, man muss sie auch üben, durchführen und regelmäßig üben, damit man sie auch wirklich richtig beherrscht. So, ich habe jetzt hier so eine Bandschlinge und die gehe ich jetzt einfach innen drin mehrfach wirklich die sozusagen um dieses Seil herum. Und zwar je nachdem, wie man es macht, wenn ich es dreimal sozusagen hier reinlege, dass es sauber parallel ist, darstellen, dann ergibt sich daraus ein Klemmknoten. Ich führe das mal kurz noch mal vor, vielleicht, dass man es von der Kamera her besser sieht. Es geht jetzt praktisch hier sauber rum. Muss ich nachher vielleicht noch mal vorführen. Ja, und den kann man jetzt so hin und her schieben, ganz normal. Wenn ich da dran anfasse, schiebe ich das einfach an diesem Seil vorbei. Aber in dem Moment, wenn ein Schlag drauf kommt, ist die Seil dicht. Ja? Zieht es sich sofort zu und löst sich nicht mehr. Ja? Das hier wäre so ein Brusikknoten, den man einbauen kann. Ist praktisch, das klemmt ab und bremst dann sozusagen einen plötzlichen Sturz. So, ich habe jetzt wie das letzte Mal auch das Abseilachter entsprechend wieder eingehängt. Also gleiche Methode wie das letzte Mal. Nur, dass ich jetzt zum Beispiel hier unten an mein Fußteil, also an der Fußschlinge, einen Karabiner habe und habe mir hier sozusagen einen Brusikknoten reingemacht. Und sollte ich jetzt aus Versehen loslassen, klemmt dieser automatisch ab und verhindert einen Absturz. So, wie wir es das letzte Mal dargestellt haben, so haben wir es praktisch abgeseilt. Und jetzt in diesem Fall würde ich jetzt einfach loslassen. Ja, und siehe da, es geht nicht weiter. Ich bin sozusagen geschützt, ich konnte nicht abstürzen.
weil einfach dieser Brusikknoten zugemacht hat. Muss man noch mehr zeigen? Sieht das? Ja? Ich hänge also da wirklich frei dort. Das Problem ist nur, wenn diese Schnur zu eng ist, dann klemmt sich die ab und dann gibt es ein Problem beim Weiterabseilen. Das heißt, ich müsste unter Umständen eine Entlastung machen, dass ich das wieder lösen kann. Ja? Das ist nämlich dann das nächste Problem, dass sich der natürlich zuzieht. Das heißt, man sieht auch ganz klar, dass ein Problem entstehen kann, wenn ich zu viel sichere. Und wenn ich jetzt nämlich keine Entlastung herbringe, zum Beispiel mittels einer Brusikschlinge, dann kann ich mich sozusagen hier auch nicht mehr befreien. Ja, ich müsste das sozusagen losschneiden, damit ich nochmal weiterkomme. Aber es hat sozusagen einen Absturz verhindert. Ja, normalerweise, wenn ich jetzt so losgelassen hätte, würde ich abstürzen, wenn diese Brusikschlinge nicht zumachen würde. Also die Möglichkeiten gibt es natürlich auch. Aber wie gesagt, ob das wirklich dann die Erfindung ist, im Notfall sich abzuseilen, dass man diese Brusikschlinge einbaut, das ist halt fraglich. Ne? Allerdings, es gibt viele Techniken, wo man so eine Brusikschlinge brauchen kann, um das als Rücklaufsperre einzubauen, zum Beispiel bei Flaschenzügen und so weiter, zum Hintersichern. Ja. Okay. Kann hier sozusagen eine Schlinge machen und in diese Schlinge drehe ich. Es sieht man, es entsteht eine Breze. Ich gehe hinten rum und gehe vorne in das erste Loch wieder rein. Ja, und schon habe ich wiederum diesen Butterfly-Knoten, den sieht man jetzt vielleicht sogar schöner. Ja, das ist die andere Methode. Und schon kann ich auch hier wieder einen Karabiner einhängen. Und der Sache ist auf jeden Fall fest, es wird sich nicht lösen können und durch diesen Knoten wird auch das Seil nicht zusätzlich belastet. So, ich zeige diesen Butterfly nochmal vor, dieses Mal einfach an einem Paracord. Da kann man es vielleicht ein bisschen besser erahnen, wie das ausschauen soll. Ich habe das also so in die Hand genommen und habe das dreimal um meine Hand gewickelt. Man sieht also hier diese drei Schlingen. Ich greife praktisch zu dem mittleren und gehe unten, ziehe ich das durch, ja, und gehe hier dann durch dieses Ganze hier noch einmal durch und schon hat sich wieder dieser Butterfly-Knoten gebildet. Ja. Das nochmal sieht und schon ist er da. Ja. Also diese Möglichkeit wäre die Schnellversion für diesen Butterfly-Knoten und nochmal einfach dargestellt, sieht man dann diesen Seil vielleicht besser. Ich mache einfach einmal eine Schlinge und diese Schlinge sozusagen drehe ich, dann ergibt sich hier so eine Breze. Und ich gehe einfach unten durch und gehe in das erste vordere Loch wieder rein. Und schon habe ich wiederum diesen Butterfly-Knoten hergestellt, der sich automatisch dann anpasst. Und hier können wir wieder unseren Karabinerhaken einhängen und die Sache ist sicher. Eine schnelle Version.